Ja, ich möchte heute beide Trainer begrüßen zu unserer ersten Pressekonferenz über das FC Strausberg in der Energie-Arena. Das Ergebnis ist bekannt. FC Strausberg gegen das VfL 5:0. Ich bitte unseren Gästetrainer um seine Meinung zu spielen. Ja, da gibt es nicht viel zu sagen. Erstmal Glückwunsch an Strausberg, der Sieg geht von dieser Höhe in Ordnung. Ich habe, glaube ich, gezählt, 86. und 88. haben wir die ersten beiden Torschüsse abgegeben. Wir haben in 90 Minuten nicht eine Torschance uns erspielt. Wir haben heute alles vermissen lassen, was man eigentlich als Oberliga Fußball-Sport irgendwo bieten müsste. Das war also weit unter der Gürtellinie. Deswegen möchte ich die Mannschaftsleistung von Strausberg nicht schmälern. Aber es ist ja logisch, wenn man ganz normal vom Papier her geht, kann man hier nicht 5-0 verlieren. Und heute war das Ergebnis genau so, wie sich die Leistung wiedergespiegelt hat. Und das wird, so wie das ruhig und sachlich gegen uns vorhin gesagt habe, eine harte Woche werden für Sie, weil so kann man sie nie präsentieren. Und da geht es einigen vielleicht so gut. Aber das mache ich intern mit der Mannschaft. Übrigens an Strausberg, dafür erhole ich mich gerne auch in dieser Höhe verdient übernommen. Ich danke dem Trainer zum Nachtigall. Herr Gut, deine Meinung zum Spiel? Ja, weil die Woche für uns nicht so einfach, nachdem wir vorige Woche beim BFC gespielt haben. Das war dann später erzählt, seit wir das Spiel gemacht haben, muss man den Jungs natürlich erklären, dass es jede Woche anders ist, dass man nicht alle wieder neu arbeiten muss. Und ich denke mal, in der ersten Halbzeit haben wir das Leben im Unterschied leider noch nicht. Wir haben in der ersten Halbzeit noch das Feldfehler ausgenutzt. Bis zur Halbzeit waren wir selber auch noch nicht zufrieden, wir sind ins Spiel gekommen, jedenfalls nicht so weit gewohnt sind. In der zweiten Halbzeit ist dann irgendwo normal, wir machen welche 3-0, dann läuft das Spiel so runter, ist dann schon irgendwo. Ja, wir sind zufrieden, wir haben 5-0 gewonnen, Kompliment an der Mannschaft, dass sie das in einer Woche so verarbeitet hat, dass er weiß, dass sie jeden Sonntag neu arbeiten muss, vielleicht jede Woche neu arbeiten muss. Und sie werden jetzt für nächste Woche gut vorbereiten, weil wir ein Pokalspiel haben. Danke, Helmut. Gibt es eine Frage von der Presse? Jetzt können wir weiter anfangen. Ich habe mich recht herzlich bei beiden Trainern bedanken. Ich bin natürlich ein guter Heimfahrer. Wir haben heute in der Saison. Und wir sehen uns bald. Dankeschön.